Weißt du, was ich geglaubt hätte, wenn wir im Video die bloß aufgemacht hätten und nicht rausgenommen, dass wir die jetzt hätten nehmen können? Das kann natürlich durchaus sein, aber gut, woher sollen wir denn das schon wissen? Ja. Das kann man ja ausprobieren. Also, sie sind auf jeden Fall alle offen, die wir geöffnet haben im Video. Das ist sehr interessant. Willst du dich nicht erst zuerst fertig beschauen auf der Etage? Da geht's dann weiter. Ja, das sind doch die ganzen Räume. Vielleicht kriegen wir ja hier einen Dietrich oder sowas. Das wäre schön. Oder auch nicht. Gut, eine Bombe reicht also tatsächlich für einen. Das ist sehr, sehr angenehm. So, jetzt können wir da wenigstens mal rein. Alter. Schinke für Money. Na komm schon, irgendwo ein fucking Dietrich. Oder irgendein Schlüssel, damit wir den blöden Schrank in der Kapitänskajüte aufsperren können. So eine Waffe wäre schon nicht schlecht, weil jetzt haben wir nämlich sonst nichts mehr außer dem Messer. Ja, ist bestimmt One-Hit. Aber wir können es trotzdem mal die kombinieren. Das, ja, das ist auf jeden Fall angenehm. Okay, nee, sonst schlecht. Schlecht. 10.000 Schießpulver. Ohne Witz. Das sieht doch. Da wächst das Kraut im Sofa. Lässt sich nicht öffnen. Hä? Okay. Ah, ein Rätsel. Es muss hin. Ach so, ja, okay. Ich hab. Passt schon. Du musst einfach genauso hängen wie da drüben. Genau, und das jetzt noch. Einmal, nochmal, zweimal. Ja, okay. Ah, Ätzmittel. Da haben wir ja das Ätzmittel. Damit können wir vielleicht auch den Schrank aufätzen. Scheiß auf Schlüssel oder Dietrich. Hol die Waffe. Ich glaube, das machen wir auch. Ist, glaube ich, besser. So, wenn jetzt kein Gegner kommt. Wenn wir überhaupt nochmal hochkommen. Ja, muss ja. Mal da. Nee, nee, nee. Das die war doch eins über uns. Im dritten Floor. Achso, da ja, genau. Da ist die Leiter direkt. Da müssen wir einmal nochmal. Nee, es ist mir ein bisschen lieber, dass wir erstmal die Waffe kurz noch. Ja, holen. Auf jeden Fall. Ohne Waffe ist immer Kacke. Oh, ich höre was. Ja, es war links neben uns und zwar ganz sauber. War das jetzt schon hier, oder? Die Kapitänskette war da vorne, richtig? Ich weiß es gerade nicht. Nee, in welchem Kackfloor war das? Ach, die war ganz oben. Noch ein hoch. Im vierten Floor. Also im vierten Stock. Das ist so verwirrend, ey. Die ganzen Floors. Ja. Aber dafür sind wir ja zu zweit. Ja, Orientierung zu zweit ist mal definitiv einfacher als alleine. Hoffe ich. So. Gottes Willen. Das war leider. Leider klar. Das ist schlecht. Eigentlich. So, Lauf ist aus. Ich meine, es wird nicht viel helfen. Du wirst es nicht töten können. Okay. Einfach rein, Tür zu. So, Schrank aufätzen. Nein! Willst was? Okay, das habe ich jetzt original gedacht. Das funktioniert. Tut mir leid. Da können wir halt dieses Schloss nicht mit dem Ätzmittel aufschmelzen. Ich meine, hey! Gottes Willen. Okay. Dann lass ihn noch rein, ja. Ja, bin ich vorbei. Komm näher rein. Chill jetzt in dem Türrahmen. Ich gehe wieder runter. Ja, warte, wie geht aber da ging's runter.
vorne, oder gleich hier rein. Wo müssen wir jetzt hin? Eins runter noch, oder? Ja. Hoch? Hoch, ne? Haben wir hoch noch. Wir waren? Ich bin... Da keine Ahnung, ob wir schon komplett fertig waren. Das können wir frei ätzen. Da können wir frei... Okay, vielleicht ist da jetzt der Schlüssel drin, dass wir jetzt auch der Shit. Das wär's jetzt. Wenigstens Bomben. Das ist gut. Ach komm, schon wirklich? Was habe ich vorhin gesagt? Jetzt haben wir die Tür... Nein, nein! Hol zuerst die Waffe, da hätten Gegner drin sein können. Sorry! Woher soll ich das denn bitte wissen? Oh wow, wie gut, ey. Wie gut. Boah, Mann. Wie das gut. Ist voll deprimiert. Wie gut. Oh, Mann. Ja, dann einmal nochmal ganz hoch. Was hab ich da? Ich weiß nicht, soll ich die einfach mit dem Maschinengewehr, glaube ich, erstmal töten, oder? Ja. Das ist die Frage, ob wir die Bombe aufheben noch. Ja, ich weiß nicht, du bist jetzt eigentlich ohne zu töten auch gut durchgekommen gerade. Wenn das nochmal geht, dann hätte ich halt gar nicht getötet und hätte die einfach da oben lassen. Ich meine, so schnell müssen wir nicht wieder in den vierten Stock. Nee. Und ich hoffe nur, dass der jetzt nicht drin steht. Ja, das wäre schlecht. Müssen wir ihn killen. Oder auslocken. Nee, er steht noch davor. Wahrscheinlich ist das ein neuer und hier steht noch einer drin. Komm schon. Okay. Dann wäre ich jetzt wirklich an den vorbeigelaufen einmal. Was muss sein? Ja. Schön die Kleinschusswaffe in Anführungszeichen. Kann man das drehen? Ne, einfach hochziehen. Ah, okay. Näher dran, Aggro ziehen, zur Not einmal mit dem Messer reinhauen. Dann schnell vorbei. Einfach ignorieren. So, jetzt haben wir zumindest schon mal die Maschinenpistole. Das Maschinengewehr. Das ist gut. Das ist gut. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir ersten Stock. Ja, da ist nämlich ein Gegner. Ja, wir müssen auf jeden Fall zur S2 runter. Wir können halt nur Pistolenmunition craften. Das ist halt auch ein bisschen... Das bringt uns halt nichts. Wir haben keine Pistole. Let's do this. Ist wahrscheinlich gleich einer. Problem ist, wenn da einer ist, dann kann man das halt schlecht alles erkunden. Da ist einer. Da ist Nummer 4. Jetzt haben wir eine Pistole! Und hier haben wir ein Safe Room übrigens. Wir können hier speichern. Und an dieser Stelle machen wir auch einen ganz kurzen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, liebe Freunde. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir haben noch einmal gewechselt. Also Max und ich sind definitiv der Meinung, dass es nicht mehr zu lange dauern kann. Ich will immer neu starten drücken, weil ich der Meinung bin, dass oben einfach... Pause im Menü beenden ist. So, wir sind hier in der Safe Zone, richtig? Ja. So, also. Du kannst es aber auch hergehen, schon eine Munition craften. Ja, das wollte ich sowieso machen. Wir haben ja keine Chemikalien mehr. Und wir haben eine starke. Du kannst die gute Muni craften. Soll ich die gute Muni craften? Ja, komm, was soll der Geiz? Also in der Truhe, glaube ich. Nee, wir haben sonst nichts mehr. Wir haben hier keine Truhe. Stimmt. Davon mal abgesehen. So. Ganz kurz, ganz kurz. So, Pistole hier auf 3. So. Wieso habe ich nur einen Schuss reingeladen? Das ist nicht dein. Du hast 9 Schuss. Ich habe 9 Schuss. So. Danke. Ich dachte, das ist so ein Einzelschuss-Ding. Boah, das wäre eklig. Ich dachte gerade, warum haben wir denn hier 2 drin? Egal. Nehmen wir die gute Muni einfach mal rein. Das Messer auf Anschlag und
Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ja, das ist der Wartungsraum. Kojen und Freizeitraum. Also einmal gerade durch, okay. Ich meine, ich werde alles töten, was hier auf dieser Etage rumkriecht und fleucht. Definitiv. Weil ich hier keinen Bock habe, hier alles auszulaufen. So, du kannst mir erst da vorne bleiben. Tür zu. Psychotonikum. Das können wir eigentlich jetzt auch mal ausprobieren, kurz. Oder? Ja, auf jeden Fall. So. Also, für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Liebsten Dank. Dankeschön. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Nein, nein, hast du nicht. Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen, und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauten auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie. Aber keine 10 Pferde können mich da wieder nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Das war einer der Crewmitglieder. Ich glaube, sogar der zweite Mart. Mhm, das stand auf dem Zettel drauf. Sein Name. Der Giovanni. So. Der ist Hilfearznei. Bootsfahrt auf dem Amazonas. Schönheit in der schwarzen Lagune. Eine Weste. So was versteckt? Mit nichts drin. Nichts versteckt. Ich wüsste nicht wo. Nee. Das finde ich auch ab und zu komisch. Ab und zu kannst du so zum Beispiel wie am Anfang so einen Stiefel untersuchen und drehen. Das ist halt echt immer die. Warte, war da unter dem Bett gerade eine Mist? Danke fürs gute Auge. Schuhe? Nein. Ich kann nur kurz ein bisschen seitlich drehen. So. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffes zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse stehen. Genau. Knapp bei Kasse sein. Na klar. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Naja, vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Ja, genau. Jim war der andere. Ja. Da haben wir eigentlich fast alle. Hier sind viele Schränke und es ist einfach nie irgendwas drin. Mann. So, da haben wir einen Feuerlöscher. Können wir den nicht mitnehmen? Oder es sind Random Spawns, die Schränke. Ja, gut, das kann sein, aber... Das wäre auch ein bisschen doof. So. Hat sich nichts vor meinen Tisch. Das ist ein Kriecher. Ich weiß, ich suche gerade den Kopf. Nice. Ja. Wenn ich schon Zeit zum Zielen habe, ich meine. Dann mache ich's auch. So.
steht eine Tür offen. Das ist der Waschraum. Da sind wir rausgesprintet. Bin ich rausgesprintet, weißt du es noch? Ja. Genau. Vielleicht hätte man da von dem Video doch nicht wirklich alles gesehen. So. Stellt sich schon noch früh genug raus, würde ich sagen.